es ist gut, davon auszugehen, dass in einem zwei Seiten sind. Die eine Seite möchte fühlen, insbesondere wenn der Mensch hört, dass das Fühlen ein notwendiger und wichtiger Schritt, sogar der zentrale Schritt zum Aufwachen ist. Also eine Seite möchte fühlen und die andere Seite hat Angst. Die andere Seite möchte überleben. Das ist die Seite, die uns 4 Millionen Jahre geholfen hat, durch die Eiszeiten zu kommen und alles Mögliche, durch das Aufgegessenwerden. Und diese beiden Seiten sind da. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass, nicht zwangsläufig, aber dass es sein kann, dass wenn Gefühle hochkommen und wenn derjenige wie du jetzt dem Gefühl mehr Raum geben willst, dass dann von alleine die Seite der Abwehr stärker wird, weil die Gefühle mehr nach oben andrängen. Und dann kommt das Zähne zusammenbeißen, weil du dich dem Fühlen mehr näherst, dem Raum geben willst und dadurch die Angst steigt und dadurch die Seite der Abwehr, die Blockierung stärker wird, um die Gefühle, die mehr Raum bekommen, noch abwehren zu können. Was man da machen muss, Körperarbeit. Wenn man mit der Körperarbeit lernen kann, vor allem dieser speziellen Körperarbeit, die Teil unserer Arbeit ist, lernen kann, die Angst vor Gefühlen zu verlieren und Gefühlen Raum zu geben und oder umgekehrt den Körper zu lösen und dadurch den Gefühlen Raum zu geben, dann kriegt man mehr Sicherheit im Umgang mit dem Fühlen und man verliert die Angst davor, die Kontrolle aufzugeben. Kannst du ein Beispiel sagen zu der Körperarbeit? Was man da, bestimmte Übungen? Oder? Keine Übungen. Das ist, da fängt es auch schon an. Atmen, mach mal die Augen zu und stell dir vor, dass der Atem besser durch den Mund, dass der hier hinfließt und die Anspannung, die du jetzt deutlicher spürst, weil ich meine Finger da habe, schmilzt. Beim Einatmen dahin fließen, wie morgens die sanfte Brise den Nebel schmilzt und beim Ausatmen wegfließen lassen. Und einen Ton machen beim Ausatmen. Genau. Noch viel mehr schmelzen und viel mehr loslassen. Die Kehle weiter öffnen. Genau. So weiter. Stirn auch entspannen und dem Gefühl Raum geben, was da hochkommt. Genau, weiter. Genau, nimm die Veränderung wahr. Gib dir Raum. Kehle weiter öffnen.
Mach weiter, hör dem Ton zu. Spür das, was du fühlst und fühl das. Und dann bleib bei dem Ton und finde zwei oder drei Worte, die dasselbe ausdrücken wie der Ton. Was für ein Gefühl ist damit verbunden? Traum. Traurigkeit. Lass die Traurigkeit einen Satz finden. Ein Satz, der vielleicht anfängt mit: Ich bin traurig darüber. Ich bin traurig darüber, dass ich nicht so sein kann, wie ich bin. Ja. Wiederhole nochmal. Ruhig ohne Mikrofon. Ich bin traurig, dass ich nicht so sein kann, wie ich bin. Ja. Nicht so sein können, wie du bist, das ist etwas, was einen tiefen Schmerz verursacht. Vielleicht sogar den tiefsten überhaupt, weil das heißt, dass das Leben, was man tatsächlich lebt, gar nicht wirklich das eigene ist. Lass den Ton noch etwas mehr zu der Traurigkeit gehören. Schmelzen dabei. Oh. Auch die Stirn schmelzen. Oh. Ja. Wenn man nicht sein kann, was man ist, dann führt man ein entfremdetes Leben. Ein Leben, was man gar nicht wirklich selber will. Und die Körperarbeit, da machen wir das, dass wir wissen, dass wenn ein Gefühl da ist, dann kommt die Anspannung, die Blockierung und hält das Gefühl fest. Und wenn wir es jetzt schaffen, die Anspannung zu schmelzen, dann kann das Gefühl plötzlich da sein. Und wenn man das häufiger tut und dann noch etwas länger tut, dann kommt man mit seinen verschiedenen Gefühlen in Kontakt. Und durch die Unterstützung und die körperliche Unterstützung kann man lernen, dem Gefühl Raum zu geben, und dadurch wird man wieder zu einem fühlenden Wesen, was gut ist.